Genau, also somit hätten wir die Figuren zusammensetzen fertig und wir können uns einen weiteren Teil anschauen, und zwar die Implikationen erkennen. Und zwar die Implikationen erkennen, das ist eigentlich ein relativ einfacher Testteil. Hier kannst du eigentlich schön schauen, dass du 100% bekommst, weil eigentlich gibt es da nicht sehr, sehr viele verschiedene Variationen. Und mit den Venn-Diagrammen, die ich auch schon auf einem anderen YouTube-Video gezeigt habe, kannst du das eigentlich auch sehr, sehr schön üben und dir einfach anschaulich machen, damit du dir jede Aufgabe einfach lösen kannst damit. Okay, wir sind jetzt hier bei den Implikationen erkennen drin und du siehst hier Level 1 bis 2, 40 Aufgaben, Level 2, auch bei jedem Testset sind dann auch hier einfach schon 40 Aufgaben zusammen. Damit kann man das einfach so gestaffelt lernen. Und 1 bis 2 solltest du eigentlich kurz anschauen und dann halt eben bei Level 3 hauptsächlich dich durchüben. Und hier hast du jeweils wieder 500 Aufgaben. Einmal im Übungsmodus und einmal eben so im Prüfungsmodus. Und der Prüfungsmodus ist eben, wie gesagt, dann für den Performance-Radar halt wichtig. Und dann gibt es auch noch Bonusmaterial. Mit ein bisschen schwieriger und ein bisschen anderen Aufgaben. Um etwas einfach Abwechslung ins Lernen einzubringen. Okay, so, jetzt gehen wir weiter zu den Implikationen erkennen im Erweiterungspaket. Ja, der Unterschied ist einfach nur, hier gibt es dann bei den einzelnen Levels, also 1, 2 und 3, dann gibt es diesen Übungsmodus und Prüfungsmodus und teilt natürlich immer sehr viel mehr Aufgaben. Ja, also hier Level 1 sind 1000 Aufgaben, Level 2 insgesamt auch 1000 Aufgaben und Level 3 auch 1000 Aufgaben. Also hier kannst du wirklich sehr, sehr, sehr viel üben. Also da werden dann die Aufgaben halt hier nicht ausgehen, eigentlich. Was vor ein paar Jahren noch echt ein Problem war. Weil das sind die beim Lernen zum Beispiel auch schon sehr schnell die Aufgaben ausgegangen und das ist natürlich sehr unschön. Ich kann das euch noch ganz kurz bei den Implikationen erkennen, zeigen. Also auch einmal ohne Zeitlimit diesen Übungsmodus. Gehst halt einfach hier rein, beim Level 1, hast hier dann 10 Aufgaben und es ist dann halt hier kein Timer einfach dabei. Und hier ist dasselbe, also bei allen Aufgabentypen ist es halt möglich, dass du hier diesen Zwischentag machst. Und ja, genau. Also hier zum Beispiel auch eine Aufgabe, alle GT sind SR. Alle SR sind OF. Dann sind alle GT auch OF. Und das können wir halt zwischenchecken hier. Ja, das ist richtig. Passt. Okay, jetzt haben wir die Implikation erkennen fertig. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Zahlenfolgen an.